Hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Ausgabe, der ein Nageldesign zum Inhalt hat und auch die Ausgabe, die jetzt für die Verlosung ansteht. Genau. Ich war mir ein bisschen unsicher, ich bin mir eigentlich immer noch nicht wirklich sicher, ob ihr euch darüber freut, wenn ich das auf diese Art und Weise jetzt gestalte und fülle. Und zwar habe ich... Ich habe dieses große Tray, beziehungsweise das ist ja nicht das große, sondern das ist das halbe vom großen, hatte ich euch schon mal in der Vorstellung gezeigt, wo es wirklich um meine Verlosungskiste geht, wo also alles drinne hinein oder reinwandert. Oh, ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen, wo alles reingeht und wandert, was ich doppelt habe, was ich nicht benutze, was mir gespendet wurde, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ja, einfach Dinge, die ich gedoppelt habe, was auch immer. Das sind alles ja sozusagen neuwertige Geschichten, die von mir kommen, fast neuwertig. Aber wir haben ja gesagt, nachdem ich ein paar Mal in die Runde gefragt habe, ist das für euch okay, wenn ich das tatsächlich dann in die Verlosung mit hineinfließen lasse, dass ich immer so ein Körbchen habe, wo ich mir was zusammenstellen kann. Habt ihr alle bejaht. Vielen Dank für die Hilfe, für die Mithilfe an der Stelle. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir... Ja, ich weiß halt nicht so recht, was ich euch designen soll. Also habe ich mir jetzt hier ein Däumchen frei gemacht. Also das ist ja eigentlich hier meine Hand mit diesen wunderbaren, schönen Sommerfarben, Cocktailfarben, sage ich jetzt mal, die ich kombiniert habe mit dem Babyboomer. Jetzt hatte ich aber hier den Daumen irgendwie nicht fertig gekriegt. Jetzt habe ich einfach einen Tipp draufgeklebt. Den habe ich mir ein bisschen gepinscht. Mache ich auch gerne. Wenn ich mit Tipps verlängere, pinche ich mir die gerne. Ist natürlich jetzt kein Stiletto mehr, sondern mehr so eine moderne Mandel, möchte ich dazu sagen. Aber ich habe mir so gedacht, bevor ich jetzt hier nicht die Kurve kriege, mache ich euch jetzt das Verlosungsdesign-Video fertig, weil es wird sonst echt knapp für mich diese Woche. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann hauen wir noch ein bisschen Nailart mit rein. Und zwar geht es erstmal vorweg um die Produkte von Markert. Das war ein Unterstützerpäckchen oder beziehungsweise, ja, hatte ich euch vorgestellt, habt ihr mitbekommen. Und zwar haben wir uns darauf ja geeinigt, dass wenn ich damit jetzt nichts anfangen kann, dass ich es verlosen darf. Und an der Stelle zeige ich euch jetzt mal, worum es hier direkt geht. Und zwar geht es um Markert. Nail Extension Gel, das war wohl ein Set, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, mit mehreren Farben. Also ich arbeite mit Acrylgelen gar nicht und deswegen wird das bei mir auch nicht lange leben. Es ist nicht rein Markert, also von mir gibt es noch Glitzer on top, die ich auch so, ich habe davon genug, ich brauche nicht noch mehr. Das war auch in einem Markers. In einem Markerset drin, Glitzer. Und so habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir es doch gleich rund, die Sache. Also hier könnt ihr schon mal luschern, bitteschön. Ja, mit Schmetterlingchen und Dots und feinster Glitter und alles ein bisschen irisierend. Keine Ahnung, ich halte es auch schon in die Kamera. Blueberry Sugar Crystal. Jawohl. Und das Ganze in Rosé. Vanilla heißt es hier, Pink Vanilla. Vanilla. Hier fehlt leider das Inlay an Deckelchen, das sei mir verziehen. Hier sind Blümchen drin. Also könnt ihr das sehen? Blümchen. Gut, okay. Von Markert in diese Kiste hinein. Genau. Das ist nicht Markert, das macht aber nichts. Das sind also Hubeler. Ich habe schon rumgesaut. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, es wäre aber noch eine sechste dabei. Die habe ich jetzt hier nicht liegen. Ist auch nicht schlimm. Stört mich nicht. Wenn es euch nicht stört, ihr habt quasi Gelb, ihr habt Orange, ihr habt Rot im Set, ihr habt Blau und Indigo. Wo ist jetzt der Unterschied? Hellblau, Dunkelblau. Ach, guckt an, die sind halt alle versiegelt. Und das ist also mein Problem. Ich möchte es eigentlich nicht öffnen wollen, so wäre es neuwertig. Aber auf der anderen Seite hatte ich euch ja gesagt, ich schenke euch ein Design dazu. Hier ist das Rot ist offen, okay, lassen wir hoffen, hoffentlich ist die andere irgendeine noch auf. Dann wäre ich ganz glücklich zu. Nein, ich will nicht mit Rot allein. Rot und Gelb. Okay. Okay, Ladies, dann machen wir uns einen Spaß. Ich bin ja ein total netter Mensch. Ich lasse euch die, die verschweißt sind für die Verlosung, lasse ich zu, werde ich nicht anrühren. Komm hier in meine Verlosungskiste. Ich nehme jetzt nur, was offen ist. Gelb und Rot. So, damit mache ich mir jetzt gleich mein Däumchen für euch. Mal gucken, ob mir jetzt was schnell einfällt auf die
auf die kurze Zeit, die ich jetzt hier mit euch verbringen darf. Dann habe ich mir überlegt, okay, du hast so viel Glitzer, doppelt, dreifach und manches ist nicht meins, manches sind tatsächlich auch so Geschenke. Hier so ein Geschenk und dann habe ich hier ein Röschen. Ihr habt die alle schon mal in diesem Video gesehen, was ich alles so in meiner Kiste habe. Das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Bin gerade am Überlegen, was ich für euch zauber. Also, kurz und knapp. Diese wunderbaren Steinchen gehen mit raus in die Verlosung. Wir machen das so, wie ich es letztes Mal auch gemacht habe. Glitzer mit Erzchen, Holo. Das sind solche Fädchen in Holo-Silber. Herzchen, so in so Perlenoptik. Das sind solche Dots in einem ganz zarten Rosé-Pastell. Schleifchen. Dann habe ich hier Nail Art, das sind so Silbersternchen, Entschuldigung. Ich habe die Sternchen gesehen, habe mich gleich verhaspelt. Das war auch ein Geschenk von Lüni. Rosa Sternchen gestanzt und das Innenteil davon. Dann habe ich hier Flakes in rosa irisierend. Hier kommt wieder ein Geschenk. Ich habe genug davon. Roter Glitzer in fein. Dann haben wir hier so ein bisschen was Magenta-Holo-mäßig. Auch sehr hübsche Farbe. Das weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie ein Pigmentpulverchen zum Einstreuen. Sandtechnik in Gelb. Dann haben wir hier noch passig was ganz Lustiges. Das war auch wieder so ein Lüni-Geschenk. Keine Ahnung. Kann aber auch toll aussehen. Kann richtig toll aussehen. Genau. Dann haben wir halt diese mega schönen Teilchen. Das sind, wie nennt man sie denn noch? Diese langgezogene Vierecke, nicht Trapez, sondern, ach, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid. Grüne irisierende Blümchen. Das sieht auch toll immer aus auf den Nägeln. Davon habe ich so viel, ich brauche es nicht. Dann ein Glitzer aus meinem Repertoire, Wonderland. Das könnte vielleicht hier gut aussehen. Probier mal aus. Dann schmeiße ich den jetzt wieder in die Kiste von der Verlosung. Goldglitzer. Hier ist auch nochmal, ich denke, dass es ein Pigment ist. Keine Ahnung. Genau, also die Röschen noch. Das hier, diese Herzchen. Und dann hier, weil ich nicht damit umgehen kann, Cat Eye Pigment Nummer 19 aus dem Nagelladen. So, ihr Lieben, das plus das Tray geht raus. Umfüllen tut es euch selber, der Gewinner dieser Geschichte, ja. Und dazu kommen eben halt noch diese, die jetzt hier bei mir auf dem Tisch liegen, wo ich euch jetzt hier meinen Daumen designe. Ja, ja. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ich habe schon eine Idee. Ich habe halt wie mit dem Tipp halt verlängert. Ja, wie gesagt, ich pinche mir sowas immer mal gerne. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein anderes Acryl, beziehungsweise ich brauche erstmal eine Unterlage, eine Base. Und dafür muss ich jetzt nochmal den hinteren Bereich mit Double Tape primen, sozusagen, ihr Lieben. Und dann bekommt ihr beides. Ihr bekommt es mal in der Sichtung, wie ich jetzt hier mit diesem Acrylgel umgehe. Aber ich sage es euch gleich, ich komme da nicht so gut klar mit. Ich bin da absolut auch flügellahm zum einen, weil es ist jetzt wieder die schwache Hand. Und zum anderen, es ist nicht meins. Es ist sehr selten, dass ich mit Acrylgelen tatsächlich arbeite. Das ist aber dem geschuldet, dass ich, ich bin halt ein Gelkind. Ja, genau. So, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich hatte nämlich Folgendes vor. Ich lege mir das erstmal ab. Ich weiß jetzt nicht, wie warm oder kalt das hier ist. Oh ja, das kommt ganz gut. Es ist halt so ein Neon-Kram. Neon-Gelb, würde ich schon fast sagen. Und ein richtiges Rot. Es bleibt noch nicht lange auf meinem Daumen drauf liegen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hole es wieder herunter. Gut, das könnte passen. Das ist möglich. Es ist aber auch unmöglich. Das sehe ich gleich. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Bonder als Zwischenschicht. Ich muss ja meinen Nagel ein bisschen schützen. Mache ich mir hier gerade was aus dem Tübchen. Mal gucken, ob der mitmacht. Ich mag diese Fläschchen ja gar nicht, weil das immer so lange dauert. Jetzt kommt was. Das nehme ich jetzt als Zwischenschicht und als Base. Und dann schauen wir mal, was ich euch da zaubern kann. Keine Ahnung.
Ich wollte es ja immer so versuchen, dass ich wirklich dieses Produkt dann ausnutze, was ihr dann auch als Verlosung zur Verfügung gestellt bekommt von mir. Ich hoffe, dass es mir gelingt, weil es wäre jetzt echt blöd, wenn ich da was zusätzlich von mir noch verwende, was nicht rausgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Das möchte ich natürlich nicht. Die Teilnahmebedingungen bzw. wie das Ganze abläuft, findet ihr bitte unten lesen in der Infobox. Ja, da schreibe ich alles rein. Ich werde jetzt gar nicht die Zeit wirklich verplempern dafür. Auf alle Fälle läuft es eine Woche, das heißt ab heute 7 Tage plus. Und dann mache ich das ganz oldschool und spektakulär. Ich gehe in die Lampe zum Aushärten. Ihr seht mich jetzt gerade mit der rechten Hand nicht. Genau. Und dann werde ich mal gucken, was hier, was das Ganze hier für eine Schweinerei jetzt wird. Weil ich glaube, es wird jetzt eine Schweinerei. Ich hätte ja gerne noch eine Farbe dazu genommen. Aber ich möchte euch das eigentlich... Habt ihr was dagegen, wenn ich noch eine Farbe dazu nehme? Ja, aber Orange stehe ich auch nicht so drauf. Oder soll ich noch Orange dazu nehmen? Ist das okay? Dann würde ich Orange noch öffnen. Ich brauche hier nicht viel. Das sieht hier jetzt so viel aus. Aber das hier sind in der Fassung 30 ml... Ich mache noch Orange dazu. Alles klar, Ladies, nicht schimpfen. Sie macht eine auf, eine weitere. Ach, also das ist nicht oft benutzt worden. Von mir eigentlich gar nicht. Es kam so, wie es kam. Und so, mehr nehme ich da jetzt nicht raus. Das war wesentlich dreifarbig sind. Ja, dreifarbig. So, ihr wisst Bescheid. Also, ich lege die jetzt weg. Gelb, Rot, Orange. Ich komme jetzt auf meinen Finger. Und grundiert ist der Spaß. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil ich muss ja jetzt mit links arbeiten. Wie lustig. Ich würde es jetzt gerne hier schon so verrückt aufnehmen, wie es ist. So dreifarbig. Deswegen habe ich auch noch eine Zwischenschicht gelegt. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Nochmal. Das ist eine schöne Schmiererei. Stehe ich ja gar nicht drauf. Ich nehme hier nochmal, wow. Es ist ja ganz nett, dass es farbig eingefärbt, also dass es farbig ist, farbig eingefärbt, das geht schon gut los. Das ist ja alles sehr nett, aber ich, wie gesagt, ich mache mir lieber meinen Aufbau und dann geht es auch schon weiter mit Befeilen und dann eben Design. Oder ich tue was einarbeiten, also sprich, wie heißt es denn? Wie sagt man in Deutsch? Ich will mal encapsulate sagen, aber wir wollen ja bei Deutsch bleiben. Ja, also quasi Sandwich, ne? Das ist auch kein deutsches Wort. Es ist wieder lustig bei mir heute, ich weiß. Also ich drücke mir das jetzt einfach platt. Platt ist gut. Ich drücke mir das auf die Nagelplatte und das Ganze mischt natürlich sich jetzt durch die Dreifarbigkeit ineinander. Und wie ihr seht, ich bin da echt total ungeeignet für Acrylgele. Das ist mir nicht meine Welt. Ich mag es lieber, wenn das Gel für mich läuft, in die Richtung, wo ich es in etwa hin möchte. Und es geht schon los, dass ich mir hier meinen Pinsel schön verhagel. Ich nehme entweder zu viel oder zu wenig an Feuchtigkeit auf den Pinsel. Alle, die natürlich tagtäglich das so arbeiten, sind dann natürlich viel besser mit zugange als ich jetzt hier. Gut, ich denke mal, dass ich 2 Schichten machen werde oder machen muss sogar. Ja, ist ziemlich warm hier. Ich verschnuddel mir den Pinsel, wie ihr seht. Das Ganze noch mit links gearbeitet. Ja, super. Ist nicht meins. Gucken wir mal, was rauskommt. Ich will jetzt auch nicht allzu viel mischen. Also ein bisschen, soll so ein bisschen in Richtung quietsche Marmor gehen. Also, ne, so ist ja fast ein Feuernagel hier. Erinnert mich schon ein bisschen an Feuerwehr. Ja, ich arbeite mir das natürlich wunderbar in den Rand, weil das macht irgendwie, was es will, nur nicht, was ich will. Also seid mir da echt nicht böse, es ist nicht meine Welt. Aber ich möchte es halt
Ich härte das gerade mal aus und dann arbeite ich die Dellen aus. Ui, das leuchtet aber wie verrückt unter der Lampe. Ich hoffe nicht, dass es heiß wird. Das ist auch wieder was. Kann ich euch nichts zu sagen. Doch, ah, Himmel. Ich werde jetzt hier noch diese Stellen nochmal auffüllen, die mir nicht gefallen. Und ja, natürlich noch besser, wenn ich da jetzt irgendwie einen Aufbau noch hinkriege. Sonst muss ich den Nagel gleich wieder für euch, nach dem Video muss ich ihn dann gleich wieder entfernen. Also ich denke mal, wer geübt ist mit Acryl, kommt damit klar. Ich komme mit Acryl einfach nicht klar. Das Einzige, was ich wirklich mal mache, dann und wann, ja, ist die Verlängerung. Und die arbeite ich dann auch wirklich nur damit. Bin ich überhaupt eine Lampe für euch? Ich kriege hier nichts mit. Ich konzentriere mich hier so, dass mir das nicht noch an den Rand läuft. Ja, dann mache ich das gerne, dass ich dann weniger mit Stufe zu kämpfen habe. Also es mischt sich halt schon ziemlich so in die orangen Richtung. Ich gucke gleich nochmal, wie ich Rot setzen kann. Muss hier wieder aus meinem Falz rausarbeiten. Nehmen wir noch ein bisschen Rot. Ich halte es aber kurz an, weil ich möchte mir das auf keinen Fall wieder verschieben. Also unter der Lampe sieht es genial aus. Weiß ich nicht, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Es wird aber echt mächtig heiß. Uiuiuiui. Nicht schön. Nicht schön. Jetzt hört es auf. Hier und da noch was Rotes gesetzt. Und jetzt probiere ich hier wirklich da was rauszuholen. Der Pinsel macht, der ist auch fertig. Der Pinsel ist langsam echt hinüber. Gut, ein bisschen mehr Rot. Verkrafte ich nachher vielleicht besser als das so sehr orangene. Ein bisschen noch runterarbeiten noch. Ja, ich darf hier nicht so sehr dolle dran. Ich habe dann noch meine Verletzung, meinen Riss, der sich immer noch nicht beruhigt hat. Ja. Aber wer auf so Feuernägel steht, warum nicht gar? So, jetzt könnte man natürlich noch denken, okay, ich muss noch mal gucken, nicht, dass ich mir nachher noch was wegfeile. Ich kenne mich, die Seiten sind schnell wegradiert, wenn nicht aufpasst. Setze ich mir hier noch was hin und ziehe das noch ein bisschen runter. Genau. So. Ja, und jetzt könnte man sagen, okay, wir könnten das jetzt einlegen direkt in das Acrylgel, wäre auch kein Problem. Und dafür hole ich mir am besten gleich einen entsprechenden Schrottpinsel, beziehungsweise einen Pinsel, der für mich quasi hier diese Bestandteile mitnimmt. Man kann es ja im Sommer mal knallen lassen. Ne? Ich drücke das jetzt schön rein. Da sind ja auch Neonanteile dabei. Jetzt werde ich mir das Ganze nochmal ein bisschen andrücken. Schön reindrücken. Wartet mal, ich nehme mal ein bisschen meinen Handschuh in Alkohol. Dann klebe ich nicht so. Ja, und dann härte ich das kurz aus und dann feile ich es erstmal ein. Vielleicht sieht Gold auch nicht schlecht aus, damit warte ich aber noch einen Moment, für den Fall, dass ich in die Versiegelung oder so. Also das ist Wonderland. Ich finde es eigentlich immer sehr, sehr nett im Sommer. Sieht es immer sehr hübsch aus. Habe ich, glaube ich, dreimal hier. Ja, und deswegen kommt das mit in die Verlosung. Und wie gesagt, sowas braucht man immer. Und ich hoffe, dass euch das in der Zusammenstellung gefällt. Keine Ahnung. Ich wünsche es mir sehr, weil bei mir würde es echt nur hier rumstehen. Also das würde mit mir keine Freundschaft eingehen. Nein, nein. So, ich muss mal kurz gucken, ob die sitzen. Ja, die sitzen. Perfekt. Gut, das ist alles so, wie sagt man, so uneben. Genau. Seht ihr das? Da kommt natürlich jetzt noch was drüber. Und weil ich super schlaues Mädchen jetzt einmal da fast komplett drüber bin, schaffe ich mir hier wieder eine Kontaktschicht.
Schicht bzw. etwas, was besser greift mit dem Double Tape. Weil jetzt muss natürlich was drüber, was etwas das Ganze einpackt und schützt und natürlich eben entschuldigt. Oh, das gibt's nicht. Ihr seid voll abgeschmiert, entschuldigt. Oh, das ist ein Original-Video von Nels Kaffee & Tee. Ja. Moment, ich muss euch ein bisschen stabilisieren. Es tut mir leid. Ich möchte nicht, dass euch schlecht wird. So, ich nehme jetzt ein Moment. Dann nehme ich gerade, weil wir bei Marker sind, meinen alten hier. Seht ihr, wie schwer der sich rausdrücken lässt? Das ist echt nicht mehr schön. Aber dann bleiben wir halt wenigstens in der Produktfamilie. Und ja. Kann ich das ein bisschen einpacken. So. Sieht mich jetzt ab und zu. Das ist halt blöd, ich bin halt Rechtshänder. Ich kann es nicht ändern. Ich jetzt ein paar Mal aus der Linse war, tut mir leid. Jetzt ziehe ich mir es noch ein bisschen nach vorne und das ist echt übel mit mir, ja. Und Acrylgel. Aber ich will mich jetzt nicht wiederholen. Ich mache das Ding jetzt für euch fertig. Ist so eine Idee, zwei- bis dreifarbig das Ganze ineinander zu verarbeiten. Ich will jetzt gar nicht swirlen sagen. Es ist ja mehr so ein Ineinanderdrücken der verschiedenen Farben. So. Und ja, hier ist noch ein dickes Ei. So. Okay, also wie gesagt, meine Welt ist es nicht. Ich hole jetzt bestimmt mit Sicherheit auch noch ein paar Dots runter. Aber das stört mich nicht, weil ich glaube, ich würde das Gold auch gerne noch einarbeiten. Das sehen wir jetzt gleich. Ob das zusammen harmoniert. Ist nur so eine fixe, schnelle Designidee, weil ich dachte, was mache ich mit euch mit diesen Acrylgelen? Weil das sehr dominante Farben sind. Das sind sehr kräftige Farben. Natürlich kann man sie einfarbig benutzen. Aber für mich war die Idee jetzt, zwei oder drei Farben miteinander zu kombinieren und auf dem Nagel einfach so wild aufzutragen, wie ein Feuerwerk, wie ein entstehendes Feuer auf dem Nagel. Genau. So, jetzt wird gecleanert. Ich lasse jetzt mal die Absaugung aus. Ich mache das jetzt auf einen Schnelldurchlauf für euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zur Sichtung bzw. noch zur Verfeinerung. Genau. Bis gleich. Kleiner Ausschnitt vom Feilen. Und jetzt, ihr Lieben, habe ich mich doch entschieden. Es ist mir zu orange-rot und feurig. Ich nenne es feurig. Feurig ist es genau. Es wirkt mir zu feurig. Es geht zwar noch mit meinen anderen Nägeln, aber weil es so wahnsinnig feurig aussieht, mache ich jetzt einfach noch ein bisschen Gold obendrauf. Und das Ganze mache ich mir jetzt ganz easy teasy. Und zwar arbeite ich mir das einfach in eine
in ein dünnes, klares, jetzt gucke ich gerade, nehmen wir die Base her, von irgendeiner Firma, keine Ahnung. Dort arbeite ich mir jetzt die Flakes ein, weil wir wissen ja, Flakes legen sich wunderbar an. Und ja, habt ihr es halt nicht in der Flasche, dann mischt euch euren Kram und dann ist auch gut. Ja, dann ist es auch in Ordnung, genau. Ich nehme jetzt mal hier was aus dem Deckel, sieht man das? Jawohl. Das lege ich mir jetzt hier drauf. Das schätze mache ich wieder zu, keine Sorge. Mehr nehme ich da nicht raus und selbst wenn es jetzt mehr wäre, habe ich kein Problem, das für euch aufzufüllen, weil ich habe von Goldfolien nun wirklich genug. Ich versuche das hier ein bisschen zu zerstören und klein zu bekommen. Gucken, ob er das so mitmacht. Jetzt habe ich einen ganz alten Pinsel erwischt. Wartet. So, ja, er macht es mit. Gut, das setze ich mir jetzt einfach noch on top. Weil, wie gesagt, mir gefällt das sonst nicht. Kann ich nicht lange mit rumlaufen, hole ich wieder runter. Ärgere ich mich wieder, dass ich doch nochmal umgestalten muss. Aber so seht ihr wenigstens, dass ihr das auch untereinander mischen könnt. Ja, diese Acrylgele, der Gewinner zumindest, kann da noch richtig rumexperimentieren. Und ich hoffe, dass ich die Gewinnerin, muss ich ja sagen, sich drüber freut, auch einiges an Nailart dabei zu haben, weil sonst wüsste ich es auch nicht, wie ich das noch ergänzen kann, weil wie gesagt, ich wollte halt gerne in einer Produktlinie bleiben. So, seht ihr das? Gut, ich hatte es mal ganz kurz für uns durch und dann kriegt der Schatz noch eine Versiegelung. Und dann hoffe ich, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, aber ich war jetzt so unter Druck, ich musste mich jetzt echt beeilen, dieses Video jetzt noch rauszuhauen, weil ich habe diese Woche echt viel zu tun und ich wollte euch aber, weil ich es versprochen hatte, dass es in diesem Monat noch was gibt, beziehungsweise noch in dieser Woche diese Verlosung für euch zu starten. Versiegelung, Verlosung, ja, ihr merkt, ich bin völlig fertig, irgendwie bin ich total gestresst. Auf der anderen Seite liebe ich Stress. Ich mag es sehr, sehr gerne, aber es tut mir halt leid, dass das Video jetzt etwas darunter leidet. Ich nehme den Stil. Ihr könnt natürlich genauso gut matt versiegeln. Sieht auch mit Sicherheit lustig aus. Aber ja, ich mache das jetzt hier schön hochglänzend. Wisst ihr, was ihr noch draufsetzen könnt? Ihr könnt zum Beispiel jetzt einen Schnörkel noch setzen. Sieht mit Sicherheit in Schwarz auch Bombe aus. Aber das dürft ihr von mir heute absolut nicht erwarten, weil das ist meine schwache Hand, die hier arbeitet. Ich muss hier jetzt nicht nochmal schnörkeln. Also wenn, dann könnte man ihn stempeln. Oh meine Güte. Ich werde dieses Video am Mittwoch hochladen. Warum? Weil ich euch ein perfektionistisches, schönes, ordentliches Video noch nachliefern werde für Freitag, so wie das aussieht. Das ist ja wohl die absolute Katastrophe, aber ich stehe zu meinen Katastrophenvideos. Ja, versiegelt, komplett. Es sieht wirklich aus wie Feuer, wie Lava ist zu... Doch, Lavanägel. Was haltet ihr denn davon? Ein Lavanagel. Flüssige Lava. Ich gehe mal in die Lampe. Komplett aushärten. Ja, also Wortsalat, ganz schlimm heute. Es liegt vielleicht an dem wechselhaften Wetter. Keine Ahnung. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ja, ansonsten, also alle ihr Lieben, wer mitmachen möchte und interessiert ist an diesem Set, an diesem zusammengestellten Verlosungspäckchen, meldet sich bitte bei mir beziehungsweise hier in den Kommis. Mit Ja, ich will gewinnen, Hashtag, also Hashtag, ich möchte gewinnen. Es soll auf alle Fälle drin sein in euren Kommis. Und dann weiß ich mich Bescheid, dann wandert ihr ins Lostöpfchen. Wenn heute Mittwoch ist, in 7 Tagen, Mittwoch drauf, werde ich den Gewinnerin auslosen, auf alle Fälle. Gibt es dazu das Auslosungsvideo. Und damit hätte ich diesen Monat abgehakt, was die Verlosungsgeschichte angeht mit meinem Versprechen. Ja, das habe ich hiermit eingelöst. Ich hoffe, ihr freut euch.
Und wenn ich mitmachen möchte, macht halt einfach nicht mit. Ist ja kein Problem. Also, das ist das Ergebnis. Wo ist Nagelöl, bitte? Ich brauche Nagelöl. Das ist das Ergebnis. Das gleiche könnt ihr natürlich mit den anderen Farben auch machen. Mit Lila, beziehungsweise Lila ist ja nicht dabei. Mit diesem Blau, zwei Blautöne. Also ich würde jetzt nicht auf Gelb gehen. Ich würde dann auch wieder Rot nehmen, ganz ehrlich. Ihr wisst, ich brauche Grün jetzt so nicht auf den Nägeln. Und ja, so kann ich eigentlich rumlaufen, ne, mit meinem Design. Geht gerade so. Obwohl, ich muss sagen, so schlecht sieht es gar nicht aus als Orange-Gelb-Mix. Ja. Damit habt ihr irgendwie so ein bisschen was mitbekommen. Also wie gesagt, ich bin kein Acrylgel-Mädchen. Ich mache es nur dann und wann nur für Verlängerung, damit dieser Treppenabsatz nicht so heftig wird. Wenn ich noch Material oben drauf habe, dann nehme ich sowas gerne. Ansonsten bin und bleibe ich ein Gel-Mädchen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Rechte tatsächlich fertig. Wenn ich auch wieder gemixt rumlaufe, hier ist das Ergebnis. Macht jetzt, was ihr wollt. Macht mit, lasst es bleiben. Ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Kommi, der ein Hashtag Ich möchte gewinnen hat, und schreibe dementsprechend die Namen alle auf, wie ihr es gewöhnt seid. Und ich melde mich dann, denke ich, am Freitag nochmal bei euch mit einem Inspo-Video. Und ja, alles andere findet ihr, wie gesagt, in der Information unter diesem Video, wer mitmachen darf und so weiter und so fort. Und ich freue mich dann wieder, etwas auf den Weg zu bringen. Genau, ich werde natürlich noch ein kleines Goodie von meinem Epoxy-Herzgießen mit reinlegen. Das ist selbstverständlich, das kommt noch oben drauf. Hi, ich hätte es fast vergessen, Entschuldigung. Ich bin völlig durch. Es ist fertig, das Andrea, es ist fix und alle. Ja, aber ich bin ein glücklicher Mensch, trotz allem, trotz dem Stress. Macht euch bitte keine Sorgen, es geht mir hervorragend. Ich sollte vielleicht nur mal ein bisschen jetzt meine Schnabelschnute halten. Genau, deswegen sage ich zu euch nur noch, bleibt in eurer Mitte. Schafft euch eure Wohlfühloasen und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video wieder hier bei Nails, Coffee and Tea. Ich sage bis dahin, macht's gut. Tschüss.